Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen, naja, es werden mehrere Flash Games werden. Denn ich habe jetzt einfach mal auf die neuesten Spiele geschaut, die es bei Newgrounds so gibt. Und ja, wir schauen uns einfach mal in 10 Minuten ein paar Spiele an. Wir fangen mal mit Marble Chase an, das habe ich nämlich eben schon ein bisschen gespielt. Und ihr werdet sehen, warum es ganz wenig war. Denn das ist das Spiel. Wir sind dieses rote Auto da. Wir können hochfahren, dabei das Bild verschieben und runterfahren, dabei das Bild verschieben. Spricht sehr viel für das Spiel, ich weiß. Nämlich absolut gar nichts. Und wir müssen einfach nur diese Pünktchen da einsammeln. Das ist auch alles, was wir in diesem gesamten Spiel machen werden. Und wir haben nur eine Minute Zeit, um alles zu regeln hier. Ich weiß, es ist ein sehr langweiliges Spiel, aber es kommen noch ein paar Spiele, hoffe ich, die interessanter werden. Denn ich sage euch jetzt gleich nur zwei Spiele, die ich so angespielt habe. Und dann schauen wir uns ein anderes Spiel aus. Und ich habe, man sieht übrigens schon links, den 17 Score. Das war eben hier vor. Jetzt schauen wir mal, ob wir ein bisschen. Ja, wir haben schon mehr, also es ist klar. Aber ich will mich nicht so lange hier aufhalten. Dieses Spiel ist kacke. Deswegen schnappen wir uns direkt das nächste. Und zwar Tower Man. Das habe ich auch gespielt kurz, weil man kann das nur kurz spielen. Weil das ist so ein Score-Spiel und solche Sachen will ich eigentlich vermeiden. Man steuert komplett mit der Maus. Ah, hier kann man noch Zeug verschalten. Ja, schön. Springen noch eine Runde. Ihr werdet es diesmal schaffen. Relativ weit. Schön. Gut, lassen wir das so stehen. Und wir suchen jetzt einfach mal das nächste. Was nehmen wir denn? Wir nehmen einfach mal Bug Attack. Free. Das Free ist wichtig. Ich krieg auch alles rein. Ja, wunderbar. Let's Play Ladebalken. Nee, wenn es schon so lange lädt, das ist dann. Nee. Gucken wir auf die nächste Seite. Was haben wir denn hier Schönes? Aha. Sie sehen alle sehr aus. Ich weiß nicht, dürfte mich vielleicht ein Ding interessieren, aber das will ich nicht anklicken. Wir klicken Balls an. Ich habe das an, aber gut. Ingame Sound. Yay, das erste Spiel mit Ingame Sound. Gut, was haben wir denn da? Okay, ich weiß nicht, ich bin Englisch nicht so bewandert. Deswegen verlieren wir erstmal Anfang. Was können wir denn machen? Muss ich die Bälle einfügen oder. Ach, wieder Pfeiltasten. Also einfach die Bälle ausweichen. Dann soweit habe ich das jetzt verstanden und verliere erstmal. Dann machen wir nach rechts. Das ist schwierig. Das ist immer ein anspruchsvolles Spiel. Ich glaube, diese leuchtende Punkte, den kann ich einsammeln. Aber ganz sicher bin ich mir gerade nicht. Ich finde, das Spiel ist eigentlich an für sich ziemlich einfach programmiert. Und ich bin gar nicht irre, oder? Okay. Wir lassen die 16 Sekunden mal so stehen. Dass wir 16 Sekunden überlebt haben, denn die Musik geht mir ein bisschen auf die Nerven. Was können wir uns denn noch anschauen? Nächste Seite. Wenn es wieder mal lädt. Danke. Denn mein Internet ist gerade ein bisschen doof. Rock, Paper, Scissors. Steinschere, Papier, Simulator. Oh. Okay. Okay, da müsste ich mich für anmelden. Habe ich aber gar keine Lust. Beziehungsweise ich habe mein Passwort vergessen. Das ist schon mal sehr gut. Dann nehmen wir einfach mal Don't, weil es mir so ins Gesicht schreibt.
nicht. Es lädt. Press Enter to begin. Gut. War dumm, Press Enter to begin. Also doch alles lesen. Das ist. Was ist das? Das Spiel. Immer Bong. Bong. Oh. Schon mir sehr kleines Bild. Really? Ich kann mit mir selbst Pong spielen. Wo ist. Das ist armselig. Tut mir leid. Das war mir zu armselig. Nächste Seite. Was haben wir denn so? Gehen die Ideen aus? Also Rainbow Blaster. Klingt zwar mehr nach einem Mod aus Garry's Mod, aber naja. Es wird einem nichts erklärt. Ach so, ich hab's verstanden. Gut. Also wir müssen mit der passenden Farbe die Dinger abschießen. Zum Beispiel mit Blau die blauen Teile, mit Gelb die gelben Teile, mit Rot die roten. Ergibt Sinn, oder? Lass so Stumpfes draufklicken. Relativ easy. Und dann können wir im Game Sound. Macht es ein bisschen langweilig. Es wird immer schwieriger, weil je mehr hier an Zeug hängt, desto weniger sieht man die Dinger. Schon ein bisschen blöd. Aber man erkennt ja auch die Form. Ich stecke halt blaue Kreise, gelb, Dreiecke grün. Fertig. Die Fläche rund aufklicken kann, ist ja groß genug. Okay, darüber sollte man nicht klicken. Ich finde es auch besser, wenn man so Farben mischen müsste. Also erst grün und blau schießen, zum Beispiel. Erst gelb und blau. Oder sowas. Ach, jetzt verkacke ich schon langsam. Lass mir das mal so stehen. Okay. Ist ein, ja, Fidget Spinner XL, was soll das denn? Dann kennt ihr diesen tollen Hype gerade.
Und es lädt nicht. Ah, jetzt. Ja, das ist das ganze Spiel. Sehr schön. Das ist Gamer-Musik. Oder? Ich bin mir sicher. Da ist mein Timer. Komm ich zum Abschluss. Dankeschön. Ja, wer schon immer das hier sehen wollte und sich darüber freut, dazu packe ich den Link in die Beschreibung. Das ist mein Ernst. Zu den anderen Spielen müsst ihr halt selber gucken, auf der einfach bei Newgrounds neueste Spiele sortieren und dann findet ihr den Stuff schon. So, hier dann auf More, fertig, habt ihr die neuesten Spiele, könnt ihr euch mal durchklicken. Vielleicht findet ihr auch so tolle Spiele wie ich. Ich hoffe, ihr findet bessere. Falls ihr Spielevorschläge habt, gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ich muss das nämlich noch ändern und morgen hochladen. Heute hochladen, so. So, nochmal. Tschüss.